Ich bin immer der Sirax und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Together Part. Wie immer ist dabei der Bucky Line. Genau. Und heute mal. Sieh mal einer an, das ist ein Controller. Ich hab Controller. Ist aber der billige und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part von. Von Spyro 1. Und da warst du drin, oder? Ja, in der Lava-Wüste. Okay, ja, mit Controller, da spielt es sich viel besser. Ich kann jetzt auch gescheit rennen, wie man sieht. So wie es halt die Steuerung erlaubt. Der Radius ist jetzt, naja, aber so. Ja, ich brauche mal einen Schluck Bier. Um uns zu entscheiden, wo wir reingehen. Das auch. Mein Kommentarstil, der braucht ein paar Volumenprozentchen. Lol. Mäh. Aber man muss lassen, der Sound, der hört sich echt gut an. Auf jeden Fall. Ich hab so einen fetten Batzen Schleim im Hals, ich weiß auch nicht warum. Spyro, das ist eine Flasche. Beziehungsweise ein Glas. Mach's kaputt. Dankeschön. Gut, dass man hier nicht sterben kann. Okay, wir werden hier eine Runde mal hier erkunden. Und dann... Oh, es war... Nein. Ich bin weg. Ich hab mich versteckt. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Das habe ich vorher die ganze Zeit gemacht. Steinzeit, Steinstrecke, da kann man noch nicht rein, glaube ich. Der will irgendwie Kohle haben. Der will immer Kohle haben. Hey, Spyro. Ist ja wirklich lustig, wiederzutreffen. Wahrscheinlich Schicksal. Nun ja, es scheint, als wäre alles Heiko-Dichter nicht allzu viel Geld zu machen. Darum bin ich hierher gekommen. Um Geschäfte mit den Rhinoxen zu machen. Ein hoher Rhinox bezahlt mich sehr gut. Dass ich dieses Level voller Insekten zumindest von Drachen fernhalte. Aber von fliegenden Drachen oder Lebenden hat er ja nicht gesprochen. Oh Gott, der Typ ist so korrupt, ey. Irgendwo kann ich ihn leiden, aber irgendwo auch ganz und gar nicht. Das würde ja wohl nichts ausmachen. Besonders wenn du mir, sage wir, eine kleine Gebühr bezahlen würdest. Na? Ich habe ja das Geld. Ach, Spyro, dein Geld, junger Drache. Ist in meiner Brieftasche gut aufgehoben. So eine korrupte Sau. Das Witzige ist, im Spyro 3 kann man ihn umgehen. Oh Gott, das ist so ein Level. Das kenne ich vom 3er. Jetzt kann man nämlich schießen. So kann ich schneller. Okay. Okay, das war... Sorry, das war die Beschleunigungstaste. Okay. Ich werde hier... Dass ich hier nicht zerquetscht werde. So, diese Level könnte ich aus dem 3er. Nur zu gut. Hallo. Oh Gott, das ist so... Oh. Die haben mehr aus dem 3er übernommen, als ich gedacht habe. Eine Runde Button Smashing. Dankeschön, Arschloch. Ich stelle mich hier zu dumm an. Liegt wahrscheinlich an meinem... Oh! Wir müssen so das ganze Level durchschaffen. Kein Scheiß. Zumindest das halbe. Dankeschön. Zählt mir.
Ja, mir fehlt nur noch ein Treffer, wollte ich sagen. Das ist schön. Und wo fangen wir an? Hm, am Anfang. Da sag ich... Oh, pff, ah, pff. Da sag ich nur, what the fuck, was geht mit euch? Die Schmetterlinge, die geben uns Kraft, aber mir fehlt die Kraft gerade. Dieses Spiel zu meistern, selbst mit Controller, ey. Sowas würde ich mit... Wisst ihr, sowas würde ich mit, Tastatur schon besser zocken. Diese Mission. Und zusammenkämpfen den Arsch packen. Das auch. Der hat mich getroffen. Der... Was? Oh, das ist doch noch schlechter. Mann. Ich bin zu unvorsichtig. Ich bin zu sehr auf Gradius eingestimmt. Auf andere Stage-Shooter, wo ich ja rechts und links und weiß der Teufel. Okay, hier brauchen wir den roten Schlüssel. Aha. Kind, das niemals zur Flasche greifen. Das bringt Unglück. Bei mir eigentlich nicht, für gewöhnlich, aber ich meine halt nur die Verwursten nicht. Verwurst. Ich hätte doch lieber so eine Automatik-Feuertaste. Ich finde persönlich Spark sieht aber am schönsten aus, wenn er nicht grün ist. Lass mich im Ernst von den leichtesten Gegnern hier verarschen. Aua. Du. Wenigstens Boden. Geht so langsam die Menge zurück. Die Menge an meiner... Ah! Skill. Hallo. Fuck. Fuck. Oh. Was ist hier los? Zu viele Gegner. Ich brauch's. Oh. Hallo, was? Wie war das? Genau. Hurenzorn. Der hat mich nicht getroffen. Ich sollte dich auf den Tisch schlagen, weil da drunter ist wieder mal ein Deller. Was? Der hat respawned, der Arsch. Ich glaube, das kann lustig werden. Wisst ihr, im ersten Teil, da konnte er noch seitwärts fliegen. Hier kann das nicht. Aber er trifft anscheinend Leute, die außerhalb des Bildschirms sind. Okay, gut. Dann ist es Adam's Family umgekehrt. PS, schaut bei Final Level Gamer vorbei, der hat gerade die Adam's Family. Finde ich unheimlich lustig, wie er sich manchmal da aufregt. So, Aua? Ich weine nur, es tut weh. Nicht du Hurensohn, der kann schießen, Mann. Das nervt. Ich glaube, da unten müssen wir rein. Mann, warum hat der Nuttenarsch mich getroffen? Vor allem Kinderspiel! Aber ich werfe hier mit 1000 Ausdrücken um mich her. Ich glaube, wir müssen unten rein. War da die Tür blau? Ja.
Sorry, da kam ich wieder mal auf die Beschleunigung. Muss die entfernen. Ah ja, danke, dass ihr mich verwöhnt, alle. Ich muss sie leider entfernen. Mann! Nutte! Ist da irgendwo nützliches da unten? Ich glaube, das ist was. Ein Schlüssel. Ja, das ist was Gutes. Oder. Hier gibt es anscheinend weniger Items, beziehungsweise keine. Die im Dreier. Okay, wir haben ihn jetzt den roten Schlüssel. Okay, da brauchen wir den lilanen. Rot, blau, grün, gelb, rot, violett! Ich mag dich nicht. Ach du Hure. Nein, 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 nein! Gibt's hier irgendein Schmetterling? So, ja, Gott! Weißt du, im Dreier konnte er so schön seitwärts fliegen, aber hier anscheinend nicht. Ich wollte schon sagen, was ist jetzt los? Oh, ich habe ein Zusatzschutzschild. Das gefällt mir. Okay, da unten. Ah, drüben ist die nächste rote Tür. Mhm, ich sehe es gerade. Da ist bestimmt ein violetter Schlüssel und ein grüner Schlüssel drin. Wo hat das wohl liegen könnte? Ich mag dich, ach du Nutte. Ich wollte gerade sagen, dass ich dich nicht mag, aber. Tschüss. Voll die Shooter. Was schießen die? Boah, was ist jetzt hier los? Alter, das ist wesentlich schwerer als im dritten. Nein. Nein, Headshot. Da wollte ich einfach der Held spielen. Der Held, den Held. Und dann funktioniert es nicht. Es funktioniert nie. Was, wo bin ich? Oh, ich glaube, ich weiß wo. Ich bin im Arsch des Verderbens. Hey, Gott! Oh! Ah, danke schön. Richtig, da unten waren wir ja drin. Ey, oh Gott, die verwöhnen mich. Aha, danke schön. Wollen wir sie im Hinterzimmer sein? Du kleine Nutte. Ich flieg. Ich kann nicht dran vorbeifliegen, ist das behindert. Das ist ein behindertes Behindy-Level. Oh Gott, Mann, das ist so schlimm. Oh, fick dich doch. Ist klar, ist klar. Ist schön, dass ich das. Das ist wirklich ein schönes Level. Und es ist doch am Anfang. Und wahrscheinlich vier Welten. Was für ein Traum. Headshot. 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 Okay, lassen wir mal den Scheiß. Du musst nach unten. Ja, aber ich möchte erstmal die Arschlöcher. Ich möchte mich erstmal von den Arschlöchern verwöhnen lassen. Genau, das wollte ich. Das ist doch himmlisch. Schieß! Du dummer Controller, sonst hau ich dich in die Ecke. Dann ist er auch kaputt. Oh Gott, Mann. Oh nein, zwei Schüsse. Ein Schuss und ich bin doch tot.
Weißt du, Spyro, die fette Sau, die würde hier doch locker durchpassen. Da geht, dass du mich zerquetschen willst, Tür. So. Schieß hier. Schieß hier. Schieß hier. Okay, ist hier niemand. Nein. Das ist hier schmutzig. Aha. Ach komm schon, leck mich doch. Wie soll das funktionieren? Kann ich die Eicheln zerschießen? Ich meine ja nur Eicheln. Er hat Penis gesagt. Oh, komm schon. Ja, Tür. Dankeschön. Was zum Teufel ist das, eine totes Tür? Okay, mach weiter, Tür. Selbst geschlossen ist sie tödlich. Okay, ich muss öfter die Tür nutzen. Danke, Spiel. Werde ich mir beibehalten. Türen sind nützlich. Die sind nicht nur nützlich, sondern tödlich. Mücke, 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 Mücke. Tot. Hallo. 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 Oh, die Tür hat mich wieder gerettet von dem Projektil. Ja, die Tür, die ist wirklich... Ein Schutzschild. Ich nutze Glitches, oder? Was? Ja, das ist eindeutig ein Glitch. Oh Gott! Ach, Schlüssel haben wir. Schlüssel abfuck. Und der saved. Aua. Tür! Rette mich! Müssen die immer nerven, das nicht. So, wir haben jetzt den grünen magischen Zauberschlüssel der Wahrhaftigkeit, nicht wahr? Ja, der ist grün. Ich wollte doch bloß die... Okay, die ist lila. Da! Eine smaragdgrüne Tür. Scheiße. Behinderung! Extreme Behinderung. Extrem! Die Extrem-Enten! Oh, fick dich doch, Hure. Tür! Tür war die Rettung. Tür ist immer die Rettung. Boss! Danke. Was? Ich bin doch... Genau, ich spawn in den Gegner drin. Das ist wunderschön. Boss? Nein, das ist deine Mutter. Das ist nicht meine Mutter, das ist mein Vater. Was? Was für ein Schaden? Sag mal, was? Wie soll man den machen? Das ist eine kranke Heuschrecke. Aua. Och komm schon, ich dachte, das Spiel macht Höhenunterschiede. Tür. Fickt euch. Tür ist Todeszone. Och, leck mich doch. Über diese scheiß Ameisen. Diese Scheißen. Diese A-Scheißen. Dankeschön. Ich mag dich. Ich mag dich sehr gerne. Noch mehr.
Weißt du, ich kann die Dinger nur töten, wenn sie nicht springen. Aber mich können sie töten, wenn sie auch springen. Wie soll man da ausweichen? Frage ich mich auch gerade. Ich möchte doch lieber wieder normales Spyro-Level machen. Nein, ich reg mich nicht auf. Kann ich irgendwie... Stimmt, ich kenne ja das da. Du Hurenarsch! Ich krieg den Kleinen nicht einmal fertig! Doch. Gerade doch so. Dankeschön. Was hat... Was? Was war da los? Dank... Was? Der hat mich nicht berührt. Was war's, alle Rubine? Rubine werde ich alle haben. Was? War dessen Hitbox ist zu groß. Hallo! Spielhersteller, könnt ihr kein Spiel entwickeln, Mann! Der kotzt mich an. Mann, leck mich doch! Klar hat er mich getroffen, der war ganz oben, Junge. Ah ja, fickt euch doch, ihr Scheißmeisen. Na ja, natürlich, leck mich doch. Leck meine Brüste. Ah, du Dranze, du fette Grüne. Der geht eigentlich... Warum geht er nicht einfach? Was ist mit dem los? Darf ich da wieder raus? Nein. War mir aber auch sowas von bewusst irgendwo. Junge, der war ganz oben. Warum trifft er mich doch? Mann, das ist doch kein Weltprojekt, Junge. Gib mir das... Was? Ich hab... Ja, klar. Ich krieg von den... Leg mich doch. Hardcore, der Boss. Hardcore. Ich nehme ihn auseinander. Ja, fick dich. Ma, Alter, der trifft mich, wenn er auch in der Luft ist. Wenn er tot... Guck mal, der springt 100 Meter hoch. Der Kerl ist rot. What the fuck? Alter. Ja, natürlich, leck mich doch, du Bitch. Ist schön. Ist doch wunderschön, Spiel. Danke. Dass du so eine blöde Fotze bist. Ach, danke schön. Er war schon rot. Leck mich doch, du Fotze. Ist das eine Drecksbitch, Junge? Was ist das auch, eine behinderte Steuerung? Es wird doch scheißegal, ob es Gameboy Color, Gameboy Advance oder weiß der Teufel Atari rausgekommen ist. Steuerungsmäßig ist es am Arsch. Das Ding hat mich getroffen. Jetzt gibt's Krieg. Klar hat es mich getroffen. Junge, leck mich doch. Oh,
Komm, töte mich. Komm, töte mich, du Fotze. Danke, das kannst du ja so gut. Das ist unreal. Es ist genau über dir und macht dir Schaden. Da habe ich es... Obwohl es nicht mehr unten ist. Da habe ich es gelobt, Preisfeuer, dass es Höhenunterschiede erkennt. Es hat sogar funktioniert mit den Höhenunterschieden. Bis er kam. Dankeschön. Fotze! Drecks! Mistvieh! Ich krieg mich jetzt nicht auf. Mann! Das ist Yoshi in Insektenform! Ein Fotzenvieh! Oh! Gott sei Dank, dass man hier unendlich Leben hat, sonst würde ich hier ausrasten vollends. Auch wenn das viele freuen wird. Weswegen kommt wohl das Netzbuch so gut an? Ah, leck mich doch! Dankeschön. Fick dich, Fotze. Ich hab dich abgeboxt, du kleine Schrulle, Mann. Du hast Angela Angela? Darf ich meine Zeit zurückspulen und nochmal sterben? Und total Game Over gehen, das würde ich sehr begrüßen in dem Fall. Das Internet ist Neuland! Leck mich doch! Warum? Ah, oh, du hast Angie. Oh Gott, halt mal die Klappe. Oh Gott, Mann. Hätte ich diesen Pfunder reingewusst, dann hätte ich diesen Bär meilenweit gemeidet. Haut da rein, schaut bei Bucky vorbei. Bitte haut mich alles an K.O. Dafür, was ich hier getan habe. Ciao, ciao, noch Wiedersehen, haut rein.